Servus beieinander, zurück bei mir im bayerischen Outback. Schön, dass ihr alle wieder dabei seid. Heute nehmen wir mal uns wieder das Thema Messer werfen, Zeug werfen, Axt werfen, alles werfen, mal das Thema vor. Geht darum, ich wollte euch mal zeigen, dass man nicht unbedingt immer die teuersten Messer kaufen muss, sondern dass man eigentlich mit allem an Spaß haben kann. Man kann alles werfen, wenn man ein bisschen übt. Dann trifft man auch mit allem. Und darum soll es heute gehen. Ihr seht schon, ich habe hier ein paar Sachen vorbereitet. Es ist so, klar müsst ihr vorsichtig sein. Also hier eine Warnung, macht es nicht nach, liebe Kinder. Ist gefährlich. Also man kann wirklich mit allem werfen. Du kannst deine alten Zimmererhammer hernehmen. Du musst halt schauen, dass der Griff fest ist, dass er gut in der Hand liegt, gell, dass er da nicht verrutschen kann. Altes Zimmerer Hacki kannst hernehmen. Bei solchen Sachen ist halt besser auf weite Distanz werfen, weil wenn die so einen Gummigriff haben, dann ist das gefährlicher als jedes Ding mit Holzgriff, weil wenn das blöd aufkommt, dann springt das extrem weit zurück. Also da müsst ihr wirklich aufpassen. Wenn ihr mit sowas wirft und es landet so, dann Einflugwinkel gleich Ausflugwinkel. Ihr wisst es ja, das ist ein bisschen gefährlich. Also, wenn die ein Stahlende haben, ist es ein bisschen ungefährlicher. Gummigriff, vorsichtig sein. Ja, das geht alles. Dann ist leider noch nicht fertig. Da gibt es vielleicht irgendwann einmal ein Video. Also das richtig sowieso her, werde ich euch dann zeigen. Das habe ich ja mal vorgeführt. Richtig scharfes Teil. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass man mit dem auch werfen kann. Und dass das bestimmt richtig lustig ist, wenn man mit diesem Teil dann tatsächlich auch die Zielscheibe trifft. Ihr habt es ja im Hintergrund schon ab und zu mal gesehen, meinen kleinen Schießstand, meinen improvisierten oder meinen Axtwerfstand, gab es auch schon mal ein Video, verlinke ich euch. Gab auch schon einige Axtvideos, die sind vielleicht auch für den einen oder anderen interessant. Ja, die verlinke ich euch dann auch. Mein kleiner Schießstand im Hintergrund, den man ab und zu mal so sieht, den werden wir heute benutzen. Da werden wir mit den ganzen Sachen hier werfen. Dann, was ich schon lange mal machen wollte, Spatenwurf. Ich habe schon öfter gesehen, ich muss das jetzt mal ausprobieren, weil ich glaube nämlich, mit so einem richtig schönen geschmiedeten Spaten kann das schon eine Gaudi werden. Ja, den nehmen wir auch her. Und dann natürlich Beil werfen oder Axt werfen. Ja, schönes Hacki. Da müsst ihr halt auch aufpassen, weil es da relativ schnell geht, dass euch der Schaft abbricht. Da ist so viel Schwung da und wenn das irgendwie blöd fliegt oder irgendwo hängen bleibt, dann brechen die recht gerne ab. Kann beim Spaten auch passieren, weiß ich noch nicht. Schauen wir dann mal. Ja, mit dem werden wir auf jeden Fall werfen. Da zeige ich euch mal eine andere Technik zum Werfen. Da von meinem Schießstand, ihr kennt den ja, das Dach relativ niedrig ist, muss man unter diesem Dach reinkommen. Es geht mit dem Hacki und mit dem Messer geht das recht gut. Weil das fliegt ja relativ gerade. Das Teil hier, das hat schon einen ziemlich großen Radius, wenn sich das um das Blatt dreht. Deswegen werden wir das von unten nach oben werfen, damit das gerade so fliegt. Zeige ich euch nachher. Wird funktionieren. Ganz im Gegenteil zum Spaten, da weiß ich noch nicht, ob es funktioniert. Ja, ich hoffe, das interessiert euch alle. Viel Spaß bei diesem Video. Heute gibt es mal ein bisschen was anderes. Wenn man jetzt so eine große Axt schmeißt, die schmeißt die nämlich anders. Die schmeißt die nämlich von unten rauf und dann fliegt die gerade so ins Ziel. Hat den riesen Vorteil, dass ich unter diesem niedrigen Dach durchkomme. So, und das wollte ich schon lange mal wieder ausprobieren.
So, liebe Leute, ja, war ja klar, dass wieder irgendwas kaputt gehen muss. Jetzt ist mir da oben noch die Parierstange abgebrochen. Jetzt habe ich noch schnell eine neue geschnitzt und die verleimt und hoffe, dass sie beim nächsten Mal besser hält. Aber war cool, das mit dem Spaten. Jetzt weiß ich, dass es funktioniert. Wollte ich schon lange mal ausprobieren, habe ich so oft gesehen. Und ist echt eine lustige Sache. Also, Mordsding, aber wenn du es fünfmal schmeißt, dann weißt du, was du gemacht hast. Naja, ansonsten, ich hoffe, es hat euch gefallen. Hinterlasst mir einen Daumen nach oben, hinterlasst mir Kommentare oder ein Abo. Freue ich mich am meisten natürlich. Ja. Und kauft keinen Klump, da müsst ihr weniger wegschmeißen. Macht es gut, bleibt gesund, bis zum nächsten Video.